Hallo Leute und herzlich willkommen zu Phasmophobia wieder einmal. Heute die Ziele, warte mal, wir können hier so den Schlüssel nehmen. So. Die Ziele sind heute natürlich wie immer herausfinden, was für ein Geist es ist. Kruzifix habe ich nicht, Kerze habe ich auch nicht, aber wir können natürlich auch versuchen ein Foto zu machen. Genau, die Sanity ist auch noch voll. Ich bringe jetzt erstmal wieder alles rein. Ich hatte kein Geld übrigens für eine bessere Taschenlampe. Okay Leute, ich habe jetzt alles reingebracht. Wir werden jetzt wieder mit unserem EMF-Reader hier mal. Hier ist schon die Tür offen. Ist er vielleicht hier? Wir werden auf jeden Fall jetzt erstmal kurz durch das ganze Haus gehen und suchen nach Beweisen. Ist die Tür tatsächlich auch schon offen? Vielleicht ist er einfach hier in diesem großen Raum. Maybe. Oh mein Gott. Alter, habe ich mir erschrocken, ey. Ah, da ist ein Knochen. Alles klar, dann fotografieren wir noch kurz. Boah, dass es da weitergeht. So, fotografiert. Boah, Alter, das wäre die Reflexion. Ich dachte gerade hier. Das Ding ist, er könnte halt eigentlich fast überall sein. Weil er kann ja neuerdings können ja die Geister so wandern, sozusagen. Vielleicht ist er wieder unten. Vielleicht ist hier die Tür wieder offen. Nee. Okay, also im Keller war jetzt gar nichts. Hier oben waren ja ab und zu Türen offen. Deswegen würde ich jetzt mal behaupten, dass er hier oben irgendwo ist. Wir können mal noch kurz mit den Fingerabdruck-Dings durchgehen und gucken, ob wir so vielleicht was finden. Okay, also ich habe halt jetzt auch noch nirgends Fingerabdrücke gefunden. Ich verstehe halt gar nicht, was der irgendwie der macht, Alter. Wir könnten mal mit dem Buch durchs Haus gehen, weil das funktioniert ja auch, dass man da, wenn man da durchläuft, dass er dir direkt in die Hände schreibt. Vielleicht finden wir so den Raum. Leute, hier liegt wieder dieses Tuch am Boden, aber ich habe auch mit dem Buch nichts gefunden. Versuche jetzt mal noch mit ihm zu sprechen, sonst bin ich maximal verwirrt. Oh Leute. Nein, oh mein Gott. Ich hab sie noch gesehen, wie sie auf mich zurannte. Ich wollte noch gerade ein Foto machen. Scheiße, es hat nicht mehr gereicht. Ah, da vorne bist du, du Pisser, ey. Du Pisser. Alter. Sehr, sehr. Oh fuck, wir müssen. Nein, ja, jetzt ist es zu spät. Was war das auch für ein Geist? Nix. Ein Shade. Ja, wahrscheinlich. Okay, wir haben zumindest noch ein bisschen Geld bekommen. Aber was? Wie? Ich meine, Digga, er hat uns kein einziges Anzeichen, nix, höchstens, dass zum Teil Türen offen waren. Und dann hantet er und holt mich direkt weg. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Haus. So Leute, da sind wir auch schon. Unsere Ziele sind, ein Foto zu machen. Ja, Salz habe ich jetzt nicht dabei und Kerze auch nicht. Toll. Naja, wir können zumindest zwei Ziele machen. Auf jeden Fall, ja, bringe ich jetzt erstmal wieder alles rein. Ja, wir sind schon wieder hier. Auch ein anderes ausgewählt. So. Oh mein Gott. Ja, geht's Ihnen gut, Alter? Gut, Alter. Ja, geil, jetzt habe ich Angst. Junge, der hat eine Axt, Junge. Scheiße, das wird wild. Aber scheinbar freundlich, Alter. Nicht, also war jetzt nicht so aggressiv. Vielleicht wird sich das ja noch ändern. Der wird sich scheinbar wieder verpisst. Aber hat sich auf jeden Fall da gezeigt. Das heißt ja, die Küche ist sozusagen der Hauptraum. Das ist schon mal gut, dann wissen wir das schon mal. Digga, Leute, wisst ihr was? Es gibt zwei Arten von diesem Haus. Und wisst ihr, was anders ist? Nur das. Nur der scheiß Stromgenerator. Beim einen Haus ist er oben, beim anderen ist er hier unten im Keller. Wieso macht man dafür extra noch ein Haus? Nur wegen dem Stromgenerator. Hä? Das macht doch gar keinen Sinn. Oh, da hinten brennt schon das Licht. Ist er vielleicht doch hier hinten? Also ins Buch hat er vorhin noch nicht geschrieben. Wir nehmen jetzt erstmal den EMF-Reader und ja, schauen mal nach, ob wir irgendwo einen Ausschlag finden. Oh lol, der ist safe hier. Auch gerade hier dieses Radio angemacht, ja. Ja, dann muss er hier sein. Okay, dann hole ich noch mal kurz den Rest rein. Und dann, ja, sehen wir, was abgeht. Okay, da ist auch wieder ein Fingerabdruck. Okay, nice. Dann hätten die diesen Beweis auf zumindest schon mal. Der hat aber auch noch nicht ins Buch geschrieben. Das heißt, ich versuche dann noch mit ihm zu sprechen. Hallo? Bist du hier? Oh Gott. Nee, das war vielleicht stupid. Ich habe meine Taschenlampe weggeworfen. Oh, nee. Wo ist die denn? Ach, hier. Wir könnten mal endlich noch kurz Fingerabdrücke eintragen. Dann könnten es noch ein Spirit, Gespenst, Poltergeist, Banshee, Revenant, Huntu. Es könnten noch übertrieben viele sein. Oh mein Gott. Alles klar, Digga. Willst du vielleicht ins Buch schreiben?
wäre nicht sympathisch. So macht eigentlich die ganze Zeit das Licht an. Hey! Was für hey, Alter? Hallo? Wer bist du? Oh mein Gott. Er handelt. Oh mein Gott, wo weiß er denn, wo ich bin? What the fuck? Was ist heute los? Digga, was ist mit diesen Geistern los? Alter, wir bangen hier schon wieder komplett. Ich hatte keine Ahnung, was es ist. Keine Ahnung, keine Chance, Digga. Ein Handtuch. Okay. Wir haben das Foto bekommen, das wir gemacht haben. Warte mal, ich will das nochmal kurz angucken. Da. Boah, das sieht auch hässlich aus, Junge. Der hat uns geköpft wahrscheinlich. Lol. Alter, hab ich das geschafft? Okay. Zwei kurze Tries waren es jetzt in dieser Folge, aber naja. Das war's auf jeden Fall mit dieser Folge Phasmophobia. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.